Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen noch mal ein bisschen Gefahr. Ein sehr heikles Thema diesmal, nämlich Durchjäger. Jeder, der mit Schusswaffen hantiert, weiß, wann immer man die abfeuert, herrscht Gefahr. Ne? Das heißt, es nimmt mir hoffentlich kein Jäger übel, dass ich darauf hinweise, dass er mit seiner Schusswaffe logischerweise in gewisser Weise ein Gefahrenpotenzial darstellt. Und wir müssen auch alle bitte so ehrlich sein, es gibt Jagdunfälle. Punkt. Die gibt es. Und damit reicht das meiner Meinung nach schon, dass man sich da ein bisschen Gedanken über dieses Thema machen kann und sollte. Und davon abgesehen wollt ihr ja auch nicht, dass euch jemand vor die Flinte rennt. Und wir wollen euch auch nicht auf die Flinte rennen. Und das ist jetzt so mit mehr oder weniger die Begründung für dieses Video. Noch ein wichtiger Hinweis. Ich weiß, dass viele Kommentatoren Jäger nicht mögen. Trotzdem ist es halt einfach nicht korrekt, wenn man jetzt hingeht und sagt, alle Jäger sind scheiße. Weil es gibt natürlich Arschlöcher, die gleichzeitig Jäger sind und dann dementsprechend auch arschlochmäßig jagen gehen. Das gibt's. Ohne jeden Zweifel. Aber das sind nicht alle. Ich kenne genügend und davon sind eigentlich alle sehr, 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 sehr freundliche, sympathische und umgängliche Menschen. Wenn man ein ganz kleines bisschen Arbeit betreibt, um sie nicht allzu sehr zu ärgern, ne? Weil das mag keiner so. Und ja, mag es Arschlöcher drin oder geben, ne? Aber es ist einfach nicht fair, wenn man das verallgemeinert. Also, das bitte schön im Hinterkopf behalten, damit die Diskussion hier drunter bitte auch in einer einigermaßen freundlichen Art und Weise geschehen kann. So, übrigens, ich habe noch einen Haufen andere Jagdvideos, wo ihr dann über Sinn und Zweck der Jagd wunderbar diskutieren könnt. Nicht unbedingt hier. Hier geht es wirklich bloß um Sicherheit. Gut, fangen wir an. Und zwar, die Chance, der bedauerliche Teil eines Jagdunfalls zu werden, ist dann am höchsten, wenn am meisten Jäger unterwegs sind. Ist logisch, ne? Treibjagden, Bewegungsjagden allgemein habe ich schon abgehandelt. Das ist ein anderes Video, auch innerhalb dieser Gefahr im Waldreihe. Generell machen wir jetzt. Nämlich, die Chance, dass gejagt wird, ist am höchsten in der Abenddämmerung und in der Morgendämmerung. Beziehungsweise die Zeit danach oder davor, da wo es halt am hellsten ist. Ne? Also nicht nach der Abenddämmerung, sondern davor und nicht vor der Morgendämmerung, sondern danach. So, da in dieser Zeit, wenn man da unbedingt abseits der Wege im Wald rumrennen möchte, super toller Sicherheitstipp, weil da ist ohnehin kein Schwein sonst unterwegs. Da sind wirklich nur die Waldläufer, sage ich jetzt mal, und die Jäger entsprechend im Wald unterwegs. Und da man vom Jäger lieber gesehen als nicht gesehen werden möchte, da der ja potenziell irgendwo hinschießen könnte, würde ich dann empfehlen, zu dieser Zeit eine Warnweste beispielsweise im Rucksack zu haben und die über unser sonstiges super getarntes Waldoutfit entsprechend drüber zu ziehen. Oder irgendwas anderes, was halt farblich auffällt. Eine gelbe Regenschutzhülle für den Rucksack dann halt mal um den Rucksack drum machen. Dann sieht man euch zumindest von hinten gut. Rotes Fähnchen an den Hut stecken. Irgendwie sowas, ne? So, das wäre die eine Sache. Die andere Sache ist dann, gejagt wird nicht nachts und nur ganz selten entsprechend tagsüber. Nachts gibt es eine Ausnahme, wenn Vollmond ist, das im Hinterkopf behalten. Dann wird nämlich auch mal ganz gerne gejagt bei Vollmond. Ist wohl ein schönes Jagderlebnis, kann ich auch nachvollziehen. Deswegen bei Vollmond besonders vorsichtig sein, wenn man bei Vollmond des Nachts noch im Wald rumschleicht. Aber normalerweise liegen wir ja nach Dämmerung, wenn es dunkel geworden ist, auch in irgendeinem Lager. Jetzt blöd nur, wenn dieses Lager sich quasi im Schussfeld eines Hochsitz befindet. Heißt, bevor man Lager baut, eine der Möglichkeiten, sich einen wunderbar sicheren Lagerplatz zu suchen, besteht eben darin, nochmal abzuchecken, wo gibt es hier Hochsitze, wenn es welche gibt. Wo müsste ich hingehen, damit ich möglichst weit von allen weg bin? Und wenn das auch nicht möglich ist, wohin zielen denn die? Na, die haben ja jeweils eine Rückwand und in diese Richtung wird nicht geschossen. Oder nicht nur eine Rückwand, vielleicht auch einfach nur ein Brett zum Anlehnen, je nachdem wie dieser Hochsitz ausgebaut ist. Aber man kann auch als Laie schnell feststellen, in welche Richtung nicht geschossen wird. Und dann müsste man sich halt im Schnittpunkt der dahin wird nicht geschossen Achsen irgendwo ein Lager suchen. Jetzt weiß ich auch, dass es Kommentare geben würde, aber bei mir ist alles voller Hochsitze. Das ist natürlich bedauerlich und das ist für dich persönlich sicherlich scheiße. Das darf derjenige, der dafür das Jagen zuständig ist, aber durchaus machen, so viele davon aufstellen, wie er lustig ist. Zweitens kann er nicht auf allen gleichzeitig sitzen. Wenn es also wahnsinnig viele gibt, ist die Chance, dass du dann gerade unter dem pennst, an dem er jetzt heute Abend sitzen möchte, auch wiederum super, super gering.
Und ja, da musst du da irgendwie in irgendeiner Form leider mit klarkommen. Jetzt so eine Pauschallösung habe ich auch nicht. Oder alternativ, man geht halt irgendwo für ein Wochenende in den Wald, wo man weiß, dass es da nicht unglaublich viele Hochsitze gibt. Als andere Lösungen fallen mir da jetzt leider wirklich nicht ein. Ja, also von den Hochsitzen entsprechend fernhalten und schon gar nicht eben im Schussbereich eines Hochsatzes übernachten. Sollte man das allerdings trotzdem getan haben, weil man zum Beispiel ganz spät abends noch dringend einen Lagerplatz braucht und gar keine Zeit mehr hatte, bevor es dunkel geworden ist, die Umgebung nennenswert abzuscouten, dann wäre es wichtig, dass man dann bitte in der Dämmerung, wenn man nur noch schwer zu erkennen ist, falls man sein Lager dann auch verlässt, weil das Lager ist ja meistens per se auch so ein bisschen getarnt, ne? Auch sehr, in sehr gedeckten Farben und da keiner mehr damit rechnet, dass da plötzlich so eine Plane im Wald, wo einer drunter pennt, im Einflussbereich des Hochsitzes steht, könnte schon sein, dass man dann vom Jäger übersehen wird. Das heißt, innerhalb der Dämmerung, sei es Morgen- oder Abenddämmerung, weil es kann auch sein, dass der im Laufe der Nacht kommt und auf den Hochsitz geht, um in der Morgendämmerung zu jagen. Und wir stehen dann auf in unseren Tarnklamotten, ziehen die an, springen dann unter unserem Tarp hervor und machen Guten Morgen, liebe Sonne. Wenn wir das wirklich schön lautstark machen, ist die Chance, dass wir von Wildschwein gehalten werden, relativ gering. Machen wir das sehr leise und schleichen durchs Gebüsch und knacken und knustern vor uns hin und sind halt noch dazu in Tarnklamotten unterwegs. Wichtig, Jäger darf nur dann schießen, das lernen die ja auch so, wenn er genau identifizieren kann, worauf er schießt. Nicht nur die Art, sondern auch das Geschlecht und das Alter von dem Tier, was er gerade erlegen möchte. Also er muss es ganz genau sehen und ganz genau wissen. Wenn ihr also tatsächlich das Pech habt, Opfer eines Jagdunfalls zu werden, dann war der entsprechende Jäger tatsächlich in jedem Fall immer ein Idiot. Ne? Oder sehr, sehr, sehr abgelenkt. Aber da dieses ein Unfall mit extrem schwerer Folge ist, möchte ich schon davon ausgehen, dass man so jemanden dann hinterher als Idiot bezeichnen darf. Wer da anderer Meinung ist, darf auch das gerne in die Kommentare schreiben. Aber ich wäre sauer. Ich wäre wirklich sauer, wenn mir das mal passiert. Ne? Trotzdem muss man es nicht provozieren. Das heißt, einfach bei schlechten Sichtverhältnissen einfach im Walde nicht rumlaufen. Sein Lager vorher aufgebaut haben und entweder erst wieder rauskommen, wenn es ganz dunkel ist, oder entsprechend gut sichtbar rauskommen, solange es noch nicht ganz dunkel ist. Und gleiches gilt andersrum eben entsprechend für die Morgendämmerung. Behaltet wirklich im Hinterkopf, es ist gut möglich, dass ein Jäger irgendwann nachts auf seinen Hochsitz sitzt. Ihr kriegt es nicht mit, weil der schleicht sich ja darauf im Regelfall. Und ihr steht morgens auf und ahnt nichts Böses und dann hockt er da und dann denkt er, ihr seid was weiß ich was. Also das ist super unwahrscheinlich, ja? Absolut unwahrscheinlich. Aber nicht völlig unmöglich. So, andere Sache. Wichtig und vielleicht noch kontroverser, diejenigen von uns, die gerne schwer bewaffnet im Wald rumrennen, warum auch immer es solche gibt, aber die gibt es, sollten bitte im Hinterkopf behalten, dass in allen Bundesländern außer Baden-Württemberg sie, wenn sie abseits der Wege zur Jagd ausgerüstet unterwegs sind, automatisch erstmals Wilderer zu behandeln sind. Heißt, der Jagdschutzbevollmächtigte, das ist zum Beispiel ein Jagdpächter mit einer kleinen Zusatzausbildung, das hängt auch ein bisschen vom Bundesland jeweils ab, aber beispielsweise könnte es der Jagdpächter entsprechend sein, der darf dann und soll euch anhalten, euch kontrollieren und euch gegebenenfalls jagdliches Jagdgerät, also Waffen, Fallen und sonstiges jagdliches Zubehör entsprechend abnehmen, wenn ihr damit rumrennt. Ne? Wer also entsprechend mit Armbrust und Bogen und so weiter und so fort bewaffnet im Wald rumrennt, der ist erstmal als Wilderer anzusehen. Das ist so. Ne? Da könnt ihr euch jetzt furchtbar drüber aufregen, das ändert aber nichts dran, dass das halt nun mal so ist. Im Übrigen sehe ich auch nicht ein, warum man schwer bewaffnet im Wald rumrennen sollte, außer wirklich mal ein ganz kleines Stückchen und mit irgendwelchen Spaßveranstaltungsbögen, mit denen man halt einfach mal ein bisschen schießen möchte. Sowas ist in vielen Bundesländern auch schon nicht erlaubt. Zum Schießen mit irgendwelchen potenziell gefährlichen Dingen soll man auf den Schießplatz gehen. So zumindest die offizielle Verlautbarung. Ich denke, wenn man sich auf einem riesigen Acker noch eine Bogenschutzschießscheibe aufstellt und im Umkreis von 400 Metern nichts ist, was irgendwie gefährdet werden könnte, dann würde ich sagen, ist das auch noch okay. Im Wald rumschießen immer schwierig, weil immer schlechte Sichtverhältnisse. Potenziell ist man dann wirklich von einem Wilderer rein optisch von der Ferne durch einen Jäger ja in keinster Weise zu unterscheiden. Wie soll das gehen? Soll der jetzt riechen können, dass wir ein harmloser Buschkrafter sind, schwer bewaffnet und harmlos? Macht irgendwie keinen Sinn so ganz, ne? Für einen Außenstehenden.
Ja, und dann könnte es schon sein, dass der einen für einen Wilderer hält. Und wenn er sich dann nähert und wir hier gerade einen auf Rambo-ähnlichen Zustand gerade machen, soll ja schon vorgekommen sein, dass so jemand im Wald rumrennt. Ne? Wir kennen alle ein paar Beispiele, denke ich. Dann kann es zu einem bedauerlichen Missgeschick kommen, auch wenn der geneigte, schwer bewaffnete Bushcrafter, Survival-Apokalypsen-Zombie-Prepper oder sonst wer, nur preppen wollte oder nur trainieren wollte für den Weltuntergang. Trotzdem kann es zu einem bedauerlichen Unfall dann kommen. Und das halte ich derzeit bei der momentanen Lage, wie viele gerne mal mit irgendwelchen ultimativ tollen Armbrüsten und wie begeistert alle von ultimativ tollen Armbrüsten sind und damit rumspringen, halte ich so ein Szenario fast schon inzwischen für realistischer als die bedauerliche Verwechslung mit dem Wildtier. Also die bedauerliche Verwechslung mit dem Wilderer. Ne? Das bitte auch im Hinterkopf behalten, wenn es darum geht, wo eine Begegnung mit einem Jäger potenziell gefährlich sein könnte. Einfache Lösung für das Problem, rennt nicht schwer bewaffnet im Wald rum, was soll die Scheiße? Ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen. Wirklich nicht. So, jetzt hassen mich ein paar, aber das bin ich inzwischen fast schon ein bisschen, also man gewöhnt sich immer mehr dran, sagen wir es mal so. Ne? Egal ist es mir noch nicht, aber ich arbeite dran. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.